Heute ist wohl wahr ein historischer Tag. Aber es ist nicht, wie einige sagen, ein Schicksalstag. Denn Menschen machen Geschichte. Menschen jagen, Menschen hetzen, aber Menschen schützen auch. Menschen bauen Mauern und Menschen reißen Mauern ein. Es war auch kein Schicksalsjahr oder ein Schicksalstag 1848, sondern pure Notwendigkeit. Ein Datum, was vielleicht heute nicht so häufig genannt wurde und wird, als vor 170 Jahren radikale Demokraten, liberale Demokraten, Revolutionäre eine Demokratie errichten wollten 1848. Unter ihnen Robert Blum. Robert Blum stammte aus der Unterschicht, hat sich hochgearbeitet und war einer der Anführer der Revolutionäre und wollte eine Demokratie errichten gegen alle Widerstände. Er hat für Freiheit gekämpft und genau am 9. November hat er deswegen sein Leben gelassen, wurde er hingerichtet für seine Ideen, für seine Bereitschaft zu kämpfen. Heute, wenn wir darüber reden, haben wir keine Verantwortung für die Vergangenheit, aber wir haben eine Verantwortung für die Gegenwart und für die Zukunft. Und Zustände, wie sie in Ländern herrschen, sind keine schicksalsgegebenen Zustände, sondern sind Zustände, die man ändern kann. Und heute riskieren wir nicht unser Leben, dies zu tun, sondern heute sollten wir aufstehen, um genau dagegen anzukämpfen. Denn wir stehen hier heute, weil wir längst keine soziale Demokratie, keine soziale Marktwirtschaft mehr haben hier in Deutschland und auch in großen Teilen in Europa. Sondern wir haben ein System der Ungleichheit, was hier regiert. Heute, wer geboren wird, dessen Schicksal macht sich fest an seiner Postleitzahl, macht sich fest an dem Geldbeutel seiner Eltern und nicht an dem, was er kann, was er leistet, was er wert ist. Das ist keine Würde, so wie sie im Grundgesetz festgelegt ist, sondern das ist ein Ungleichheitsregime. Und genau das müssen wir ändern und deswegen stehen wir hier. Zehn Prozent besitzen in diesem Land über 60% des Vermögens. Und 50% der Gesellschaft, also nicht die unteren 10 oder 20%, und 50% dieser Gesellschaft besitzen nur 3% des Vermögens. So eine ungleiche Verteilung gibt es fast in der ganzen Welt nicht mehr. Und das in so einem reichen Land, ich nenne das obszön. 1,5 Millionen Menschen, und wahrscheinlich wären es noch viel mehr, sind darauf angewiesen, dass sie zur Tafel gehen. Und was passiert bei uns bei Diskussionen über die Tafel? Da gibt es eine Menge Politiker, die gehen da gerne mal hin. Vielleicht spenden sie was oder sie stülpen sich die Schürze um und tun so, wir verteilen jetzt mal eine Stunde ein paar Nahrungsmittel an die Armen. Was wir Politiker machen müssten, ist dafür zu sorgen, dass keiner mehr zur Tafel gehen müssen, dass sie überflüssig sind. Das ist doch eigentlich das Ziel. Und wir haben genug Statistiken, Papiere und Vorschläge. Und trotzdem erkennen wir immer mehr, Reichtum verfestigt sich und Armut verfestigt sich. Die soziale Mobilität nimmt ab. Dabei muss doch selbst jeder Liberale dafür kämpfen, sozusagen, dass soziale Mobilität möglich ist. Dass man eben, wenn man Leistung bringt, wenn man sich bemüht, auch was erreichen kann. Aber genau das passiert eben nicht mehr. Was tut die Politik, was tut die Bundesregierung? Ja, leider eben auch die SPD. Ich kämpfe dafür, dass das anders ist. Aber was tun wir denn? Wir knicken ein vor Lobbyisten. Siehe beim Klima. Lieber zahlen wir Strafzölle irgendwann, dass wir sozusagen das Klima eben nicht so schützen, wie wir gesagt haben. Wir knicken ein vor den Banken. Wir lassen Cum-Ex-Geschäfte zu, wo sie einige abzocken und die Gemeinheit geschröpft wird. Wir lassen es zu, dass die Autosindustrie beim Dieselskandal sozusagen uns bescheißt und am Ende sogar noch belohnt wird und vielleicht ihre Autos dann auch noch irgendwo absetzen kann. Auch das lassen wir zu. Und wir, was machen wir gerade? In ein paar Wochen ist Haushaltswoche. Wir wollen 4,7 Milliarden mehr ins Militär und in die Verteidigung stecken, die dann über 40 Milliarden geben. Genau, und das dürfen wir nicht zulassen. Was kann man alles mit 4,7 Milliarden machen? Deswegen gibt es die Kampagne Würde statt Waffen von Aufstehen. Genau dafür müssen wir uns einsetzen, für die Würde und nicht für die Waffen. Das ist doch wohl klar. Heute wollen wir deswegen das Datum auch nutzen, um die soziale Demokratie auszurufen. Heute wollen wir
Leute gedenken wie Robert Blum, die für die Freiheit und für soziale Gerechtigkeit und überhaupt für Gerechtigkeit gekämpft haben. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und mitmachen. Also aufstehen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, vor 100 Jahren waren es Matrosen und Arbeiter, die aufgestanden sind. Sie haben Nein gesagt zum Ersten Weltkrieg, sie wollten nicht mehr weiterkämpfen. Sie haben Nein gesagt zum Feudalismus, sie haben Nein gesagt zum autoritären Regime. Und sie haben ihr Leben dafür eingesetzt, dass es endlich auch auf deutschem Boden eine demokratische Republik gibt. Wir stehen hier heute auch im Angedenken an diese tapferen Männer und Frauen, die uns die Republik erkämpft haben. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Wir wissen, Deutschland ging unter und wir wissen auch, wer schuld daran war. An der Wirtschaftskrise 1929, am Zweiten Weltkrieg, am Holocaust. Es waren nicht die Juden schuld. Schuld waren ganz andere Leute. Schuld waren die Nazis. Schuld waren ihre Verbündeten in den großen Konzernen und schuld waren einige Massenmedien. Und wir stehen auch hier, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Wir haben unsere Republik zurückbekommen nach Irrungen und Wirrungen und wir werden diese Republik verteidigen. Wir verteidigen sie gegen die alten Nazis, wir verteidigen sie gegen die neuen Nazis, wir verteidigen sie gegen Rechte und wir verteidigen sie gegen Rechtspopulisten. Dafür stehen wir hier. Es ist keine 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist und alle von uns hofften, dass wir nun überall in Deutschland Demokratie und Wohlstand bekommen. Sie erinnern sich, damals Bundeskanzler Helmut Kohl, er versprach blühende Landschaften. Wir wissen, was rausgekommen ist. Vielen Leuten geht es ganz gut, ungefähr 2/3 der Gesellschaft, aber ansonsten Entindustrialisierung und Ödnis und teilweise soziales Elend und viele Abstiegsängste. Das ist die 2/3-Gesellschaft, die Helmut Kohl schon in den 80er Jahren im damaligen Westen propagiert hat. 2/3 werden durchgezogen, 1/3 kann abstürzen, die braucht man noch nicht zur Mehrheitsbildung. Wir stehen hier heute auch für das 1/3, was abgehängt wurde und wem die Chancen verbaut wurden. Wir wollen, dass es der gesamten Bevölkerung gut geht, dass jeder hier seine Chancen bekommt, dass jeder sein Auskommen bekommt, dass niemand abstürzt und niemand in Elend landet. Wir sehen einfach, dass es neue Mauern gibt in diesem Lande. Es gibt nicht mehr die alte Ost-West-Trennung in dem Maße. Es gibt neue Mauern. Es ist die soziale Spaltung, die unsere Gesellschaft heute kennzeichnet. Es ist die Spaltung zwischen denen da oben und den vielen da unten. Es ist die Spaltung zwischen nicht nur 10%, nicht nur 1%. Es ist die Spaltung von 0,1% Superreichen, dann einer breiten Mittelschicht und dann ungefähr 30% von Leuten, die um ihre Existenz bangen müssen. Diese Zustände können wir nicht länger tolerieren, dagegen stehen wir auf. Und das Skandalöse und Beschämendste an diesen Zuständen besteht doch in Folgendem. Es sind diese cleveren Jungs in den Etagen der großen Banken, die Investmentbanker, die alle Tricks anwenden, wie etwa bei Cum-Ex-Geschäften, um möglichst viel Geld zu bekommen und auch um uns Steuerzahler auszurauben. Die sind die Leute, die dann ihre Gelder ins Ausland schaffen, sich einen schönen Lenz machen, dann nach Deutschland zurückkehren und hier den Leuten predigen, dass sie für immer geringere Löhne immer höhere Mieten bezahlen wollen. Sorry. Dagegen stehen wir auf, das lassen wir nicht zu.
Es wird Zeit, dass der Spekulation mit Grundbedarfsgütern ein Ende gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass Grund und Boden billig verschleudert wird an große Wohnungsbaugesellschaften, die, um ihre Rendite zu steigern, die Viertel gentrifizieren, immer teurere Wohnungen bauen und die normale Wohnbevölkerung weiß nicht mehr, wo sie hin soll. Das sind nur Zustände, die überhaupt nicht akzeptabel sind für ein reiches Land und für eine demokratische Republik. Auch dagegen stehen wir auf. Meine Damen und Herren, wir haben in der Geschichte gelernt, soziale Rechte müssen verteidigt werden. Sie müssen auch erkämpft werden, wenn Herrschende an der Macht sind, die sich darum nicht scheren wollen. Wir haben neben der sozialen Problematik die ökologische. Jeder weiß das mittlerweile. Wir alle fühlen uns verpflichtet, das Klima zu retten, um uns selbst die Lebenschancen zu bewahren und insbesondere für unsere Kinder und Kindeskinder noch eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Wir haben aber auch gelernt, wer sich für Umweltfragen engagiert, muss auch frei sein von den alltäglichen Sorgen und Nöten. Wer nur damit zu tun hat, die Zins umzudrehen, um nachzurechnen, ob er beim nächsten Einkauf sich die Dose Linsen für 24 oder für 23 Cent leisten kann, der hat natürlich keine Zeit, sich Gedanken zu machen über den Klimaschutz. Und deshalb sind wir der Meinung, wir brauchen so etwas wie eine große Solidarität zwischen den Mittelschichten, zwischen denen, denen es halbwegs gut geht, und denen, die ärmer dran sind, die schlechter dran sind. Die Mittelschichten müssen bereit sein und willens sein, sich auch einzusetzen dafür, dass die Nöte und Ärgernisse der ärmeren Bevölkerung endlich bewältigt werden, dass auch die ihre besseren Lebenschancen haben. Weil nur dann, wenn es den Ärmeren besser geht, wenn diese die Freiheit gewinnen, sich auch um andere Dinge zu sorgen als um ihre täglichen Nöte, nur dann werden wir die große gesellschaftliche Mehrheit bekommen, die wir brauchen, um denen Klimaschutz abzutrotzen, die heute das Klima und die Umwelt versauen. Und das sind dieselben Leute und das sind dieselben Kreise, die auch für das soziale Elend in dieser Gesellschaft verantwortlich sind. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, schließt euch an unserer Bewegung, steht auf mit uns, steht auf gegen die soziale Spaltung, steht auf für eine ökologisch-soziale Wirtschaftsdemokratie. Danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie alle hier sind an diesem denkwürdigen, wichtigen Tag, der in der deutschen Geschichte immer wieder eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Vor 100 Jahren wurde hier in Berlin gleich zweimal eine neue Republik ausgerufen. Einmal einfach nur die Republik und einmal sogar eine sozialistische Republik. Wobei wir alle wissen, dass Karl Liebknecht darunter nicht das verstand, was ich später mal Sozialismus nannte. Aber leider das, was ausgerufen wurde und das, was am Ende auch herauskam, war natürlich nicht das Gleiche. Trotzdem, es war ein ganz entscheidender Tag, der 9. November, weil da hat sich zum ersten Mal die Bevölkerung wirklich erhoben gegen dieses Regime der Habsburger, das sie in einen blutigen Krieg hineingetrieben hatte, der insgesamt 17 Millionen Menschenleben gekostet hat, ein jahrelanges Schlachten. Und die Menschen hatten es einfach satt und haben deutlich gemacht, wir lassen uns das nicht mehr bieten, wir lassen uns nicht mehr auf die Schlachtfelder treiben. Wir sagen, hier ist Schluss, und immerhin diese alte Elite, diese machthabende Monarchie, zumindest die, konnte gestürzt werden. Und ich denke, das war ein ganz wichtiges Zeichen in der deutschen Geschichte, dass das gelungen ist damals. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht auch noch, schon der Erste Weltkrieg ist damals nicht ganz so ungewöhnlich anders begründet worden als ganz viele Kriege danach.
Schon damals haben die Machthabenden natürlich nicht gesagt, wir ziehen in den Krieg für Profite, für Rohstoffe, für Einflusssphären, sondern schon damals hieß es als eine der Legenden, es sei doch die Demokratie, die verteidigt würde gegen den russischen Zarismus. Das war einer der Begründungen dieses Krieges und auch einer der Gründe, warum man damals dieses Hochrüsten, was man ja vor dem Krieg gemacht hat, womit man es begründet hat. Und ich denke, die Parallelen zu heute, die sind erschreckend. Wir erleben wieder eine Hochrüstung. Wir erleben wieder eine Konfrontation. Und ich finde, es darf nicht wieder so sein, dass man erst aufsteht, wenn es zu spät ist und viele Menschen darunter gelitten haben. Und deswegen sagen wir heute, Schluss mit dieser Rüstungsspirale. Schluss mit diesen Kriegsvorbereitungen. Schluss mit diesen Waffenmodernisierungen. Das brauchen wir alles nicht. Wir wollen Frieden und wir wollen auch ein gutes Verhältnis zu Russland und ein gutes Verhältnis zu all unseren Nachbarstaaten und auch dafür eine andere Regierung, die dafür einsteht. Die damalige Revolution, sie war eine abgebrochene Revolution. Sie war eine Revolution, die am Ende auch sehr viel Blut gekostet hat, nämlich derer, die da weitergehen wollten und die tatsächlich eine echte Demokratie wollten, und zwar Demokratie auch, wenn es um die Machtpositionen geht in der Wirtschaft, und wollten dort auch etwas ändern. Da wurde diese Revolution abgebrochen, am schlimmsten dann eben auch in dem Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und dass diese Revolution so geendet ist, das war natürlich von vornherein ein Zeichen dafür, dass die Weimarer Republik auf ganz wackeligen und tönernen Füßen stand. Es ist bekannt in der Geschichtsschreibung, sie wurde immer genannt, eine Demokratie ohne Demokraten. Und das war ja auch tatsächlich der Fall. Die alten Machthaber, die alten Eliten, das alte preußische Militär und die alte preußische Adel, sie hatten unverändert entscheidende Machtpositionen in der Wirtschaft, aber teilweise auch im politischen Apparat. Und das waren Leute, die wollten nie Demokratie. Und natürlich haben sie diese Demokratie auch von Anfang an bekämpft. Aber dass die Weimarer Republik gescheitert ist, dass sie geendet ist in diesem grauenhaften, barbarischen, verbrecherischen Regime, das die deutsche Geschichte je gesehen hat, nämlich in der Hitler-Diktatur. Das hatte natürlich nicht nur damit zu tun, dass man die Machtpositionen denen überlassen hat, die sowieso keine Demokratie wollen, sondern es hatte auch damit zu tun, dass die Menschen erlebt haben in der Weimarer Republik, dass sich für sie sozial nicht wirklich etwas verbessert hat. Im Gegenteil, als dann die Wirtschaftskrise ausgebrochen ist, als dann tatsächlich die sozialen Kontraste noch schlimmer wurden, als gehungert wurde, als dann ein Kanzler Brüning noch radikale Sparprogramme durchsetzte, da haben natürlich ganz viele Menschen jeden Glauben an die Demokratie verloren, weil sie das Gefühl hatten, wir können zwar jetzt wählen, wir haben ein allgemeines Wahlrecht, aber es wird gar nichts gemacht in unserem Interesse. Und das war ja im Grunde die Saat, auf der dann die Nazis ihren Einfluss aufbauen konnten. Weil wenn Menschen sich von der Demokratie abwenden, weil sie das berechtigte Gefühl haben, da wird eine Politik gemacht für Wirtschaftsmächtige und für die Reichen und nicht für uns, dann ist das immer eine Chance für rechte Bewegungen und für Nazis sowieso. Und deswegen finde ich, wenn wir darüber nachdenken, über die Geschichte der Weimarer Republik und über das Ende der Weimarer Republik, dann muss uns das eine Mahnung sein, dass wir nicht uns abfinden können mit dieser Politik, die wir heute haben, die wieder das Land spaltet, die wieder Arm und Reich auseinandertreibt. Und natürlich der 9. November 89, das ist der Tag, an dem Mauern gefallen sind. Ja, und es ist der Tag, an dem der Beginn war, dass Deutschland wieder vereinigt werden konnte. Aber die Mauern, die damals gefallen sind, das waren die, die unser Land geteilt haben zwischen Ost und West. Heute haben wir wieder Mauern. Wir haben wieder Mauern in diesem Land, weil wir haben kein einiges Land, sondern wir haben ein Land, wo sich Mauern zwischen unten und oben immer mehr verfestigen, wo es immer weniger Chancen für die gibt, die arm geboren sind, dann wirklich auch mal einen guten Wohlstand zu erreichen. Und das ist das Ergebnis der Politik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Dadurch ist es immer wahrscheinlicher, dass jemand, der arm geboren ist, arm bleibt. Und jemand, der reich geboren ist, der bleibt auch reich. Das haben wir gerade wieder in einer Studie der Böckler Stiftung belegt gesehen.
Und da sage ich, das ist keine offene, freie Gesellschaft, wo soziale Mauern die Menschen trennen, wo die Wohngebiete immer mehr sich separieren. Auf der einen Seite wohnen eben die, die wohlhabend sind. Auf der anderen Seite gibt es soziale Brennpunkte. Da wohnen die, denen es schlecht geht. Und da sind auch gleich die Schulen so schlecht, dass man da sowieso nicht rauskommt. Ich will keine Politik, die diese Mauern in unserer Gesellschaft immer mehr verfestigt. Und genau das wurde in den letzten Jahren gemacht. Seit der Agenda 2010 sind die Mauern höher geworden. Und seitdem wird dieses Land immer tiefer sozial gespalten. Weil wir haben heute wieder im Bundestag, am Schluss der Zeremonie und am Schluss des Gedenkens, haben wir wieder gesungen alle, oder zumindest ein Großteil des Bundestages, Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit. Ja, wer ein einiges Land will, der muss die soziale Spaltung überwinden. Wer nicht will, dass rechte Rattenfänger immer stärker werden, der muss alles dafür tun, dass sich Menschen auch von der Politik vertreten fühlen, von dem, was Regierungspolitik in diesem Land ist. Das ist doch der Kern. Nur dann haben doch die keine Chance, die die Demokratie abbauen wollen und erledigen wollen. Oder auch Recht. Haben wir eine Herrschaft des Rechts, wenn auf der einen Seite, ja, für die normalen Leute, da gilt das Recht. Aber auf der anderen Seite gibt es kriminelle Bankster, die über Jahre hinweg zum Beispiel mit Cum-Ex-Geschäften den Steuerzahler um 32 Milliarden Euro prellen. Und die Bundesregierungen wissen es. Und sie gucken zu und sie machen nichts. Schlimmer noch, sie machen noch ein neues Bankengesetz, was sie sich von den Banken schreiben lassen. Das ist doch kein Recht. Das ist doch Unrecht, was da regiert. Oder nehmen wir diese ganzen Steuerskandale generell auch bei den Unternehmen, wo es irgendwie zum guten Ton gehört, dass man gerade, wenn man besonders viel verdient, möglichst wenig an die Allgemeinheit abgibt. Auch da wird einfach zugeguckt. Oder nehmen wir solche Fälle wie den Dieselskandal. Da ist tatsächlich Betrug stattgefunden. Und wer wird haftbar gemacht? Wer wird tatsächlich zur Verantwortung gezogen? Niemand. Das heißt, auch das Recht ist zweigeteilt in diesem Land. Und ich finde, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen haben wir Aufstehen gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen ein einiges Land und wir wollen, dass Recht für alle gilt. Und ich meine, wenn man soziale Mauern einreißen will, es ist doch gar nicht so schwer zu begreifen, was man dann tun muss. Ich meine, einer der wichtigsten Bereiche, der eine soziale Mauer darstellt, ist der riesige Niedriglohnsektor. Den gab es früher gar nicht. Der ist doch erst entstanden durch diese ganzen Arbeitsmarktreformen. Dadurch hat man doch das alles erst in die Wege geleitet, was auf dieser Mauer dort auch steht. Leiharbeit zum Beispiel gab es früher nie in dieser Dimension, weil es gar nicht rechtlich möglich war. Das heißt, die Politik hat da den Lohndrücker, den roten Teppich ausgerollt. Oder diese vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, diese vielen Niedriglohnjobs. Das ist doch alles politisch gemacht. Das ist das Ergebnis von Schröder, von Merkel, von all diesen Jahren Regierungspolitik, wo immer wieder die Interessen großer Lobbyisten sich durchgesetzt haben und eben nicht die Interessen der Beschäftigten. Und deswegen sagen wir stehen auf für eine Regierung, die einen wirklichen Neubeginn bedeutet, die diese Mauern einreißt, indem sie ganz klar sagt, wir schaffen wieder Regeln am Arbeitsmarkt, dass Menschen ordentlich bezahlt werden und dass das zentrale Wohlstandsversprechen wieder eingelöst wird. Wer sich anstrengt, der muss auch zu Wohlstand kommen können und nicht in miesen Jobs mit schlechten Löhnen sein Leben fristen müssen. Das ist eine völlig inakzeptable Situation. Dagegen stehen wir auf und das wollen wir beenden. Und das Gleiche gilt doch für den Sozialstaat. Der Sozialstaat ist doch nicht verschwunden. Der Sozialstaat ist auch nicht durch die Globalisierung überwunden worden. Der Sozialstaat ist politisch zerschlagen worden. Sie haben doch die Renten immer mehr gekürzt. Jetzt wundern Sie sich, dass die Altersarmut steigt. Ja, wenn ich die Renten kürze und wenn ich den Leuten sage, sie sollen noch ihre paar Groschen, die sie verdienen, irgendwelchen Finanzhaien in den Rachen werfen, das nennt sich dann Riester-Vertrag oder Betriebsriester, ja, dann ist doch klar, dass die Altersarmut steigt. Dann ist doch klar, dass da keine Sicherheit
Sicherheit mehr da ist. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, wir müssen den Sozialstaat wiederherstellen. Wir brauchen wieder eine gesetzliche Rentenversicherung, die trägt und die alte Menschen nicht um ihre Lebensleistung bringt, sondern jedem ein Alter in Würde gewährleistet. Und genauso muss auch gesichert sein, wenn jemand krank ist, dass er nicht abstürzt. Weil das sind die großen Probleme dieser Zeit, dass jeder, der... sei es, dass er krank ist, sei es, dass er arbeitslos wird, sei es, dass er alt wird, natürlich in die akute Gefahr kommt, arm zu sein. Und wir finden, das ist keine Politik, die demokratisch ist, weil es ist keine Politik für die große Mehrheit. Und wir wollen wieder eine Politik für die große Mehrheit. Dafür stehen wir auf. Und ich meine, als Aufstehen gegründet wurde... da war Merkel Kanzlerin, da wurde gerade die neue große Koalition gezimmert. Ich finde, was sich in den letzten Wochen ereignet hat, das hat nochmal bestätigt, warum es so wichtig war, dass das Aufstehen entstanden ist und warum es so wichtig ist, dass wir noch viel, viel größer werden und noch viel, viel stärker werden. Ich meine, inzwischen ist klar, Frau Merkel wird wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Darüber kann man sich auch durchaus freuen, weil die Bilanz ihrer Regierungspolitik ist ein zutiefst gespaltenes Land und eine AfD, die als Oppositionsführer im Bundestag sitzt. Das heißt, insoweit, dass das nicht weitergeht, ist ja gut. Nur, jetzt läuft sich jemand warm als Nachfolger, Friedrich Merz, der nun wirklich als Lobbyist eines der schlimmsten Finanzhaie, als Lobbyist eines der schlimmsten Finanzhaie die ganzen letzten Jahre gearbeitet hat. Und da muss ich mal sagen, das ist nun sicherlich nicht die Lösung, dass die Banken in Zukunft gar keine Lobbyisten mehr brauchen, weil der Oberlobbyist im Kanzleramt sitzt. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Lobbyistenregierung und keine Macht, noch mehr Macht für die Finanzmafia. Und ich finde, das ist einfach ein Trauerspiel, dass es bisher noch nicht die Chance gibt, dagegen wirklich ein Gegenprogramm aufzustellen und einen Gegenkandidaten, der auch wirklich, wirklich Chancen hat. Ich sag mal, ich war nie Mitglied der SPD, aber ich finde das wirklich sowas von traurig, dass diese Partei geradewegs, aber mit vollem Dampf und voller Fahrt auf den Abgrund zurast. Und das Einzige, was ihrer Führung einfällt, ist die Formel, ja, wir dürfen doch jetzt nicht die Richtung verändern. Ja, um Gottes Willen, wo wollen die denn noch hin? Nein, wir brauchen Parteien, die ein Gegenprogramm zu diesem ganzen neoliberalen Irrsinn aufstellen. Wir brauchen eine Bewegung für eine neue soziale Demokratie. Darum geht es doch. Und dafür gibt es Aufstehen. Und deshalb sage ich ganz klar, wir müssen noch größer werden und wir werden weitermachen. Wir haben jetzt unsere ersten Aktionstage gemacht und wir werden auch demnächst natürlich noch mehr vorlegen, damit wir die anderen wirklich treiben können. Ich will nicht zusehen, wie dieses Land nach rechts driftet. Und ich sehe, der Kern dafür ist die soziale Frage. Weil wenn man sich Sorge macht und wenn man wirklich erschrocken ist über das, was an Hass, an Intoleranz, auch an Rassismus heutzutage in Deutschland schon wieder öffentlich geäußert wird. Wenn man das beängstigend findet, dann muss man doch die zentrale Frage immer wieder stellen, wo kommt das her? Wo kommt die Wut, der Hass, die Intoleranz her? Wo kommt die Kälte her? Und dann sage ich, das kommt aus der Arbeitswelt selber. Da, wo Menschen tagtäglich gedemütigt werden. Da, wo sie in ihrem Job missachtet werden. Da, wo sie zum Beispiel auch als Ältere um ihre Lebensleistung betrogen werden. Da kommt doch die Wurzel dieser Rechtsentwicklung her. Da kommt die Wurzel dieses Hasses her und dieser Wut, die sich dann teilweise in wirklich üblen Kommentaren auch in den sozialen Netzwerken Bahn bricht. Und deswegen sage ich, dass dem darf man nicht zusehen. Und wer die Rechtsentwicklung wirklich stoppen will, der muss sich für eine neue soziale Demokratie einsetzen.